Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Mittwoch, der 19. September, mein 137. Pilgertag. Es ist jetzt 10 nach 8. Ich stehe hier vor dem Hotel Cornelius, wo ich heute Nacht gut und erholsam geschlafen habe und will heute in Richtung Thessaloniki. Das sind ungefähr gut 30 Kilometer und ich hoffe, dass ich gut durchkomme. Und hier der Axios River, der auch Richtung Vergia fließt und wo ich am Montag entlang gelaufen bin. Und hier die Straße, die ich noch ungefähr 1,5 Kilometer folgen muss und dann kann ich zum Glück rechts abbiegen auf eine schmalere Straße Richtung Thessaloniki. So, ich habe die belebte Fernverkehrsstraße verlassen, bewege mich jetzt hier auf diesem ruhigen Feldweg dahin. Und das ist schön hier zu laufen. Von der Ferne hört man noch die Straße. Der Weg ist frisch mit einem Planierer begradigt worden und so fährt sich's sehr gut hier. Also eine wunderschöne Landschaft hier. Vereinzelte Reisfelder hier, aber die sehen nicht so richtig gut aus. Und hier geht mein Weg lang. So, und das ist mein Weg entlang der Eisenbahnlinie. Da hinten muss irgendwo dann Thessaloniki liegen und es hat sich ein bisschen bewölkt, aber laut Wetterbericht soll es heute nur wolkig sein und nicht regnen oder gewittern. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Und dann laufe ich zügig weiter und hoffe, dass ich in 4 Stunden, also so gegen 16 Uhr, in Thessaloniki bin. Hier ist das Getreide geerntet und das Stroh noch liegen gelassen. Und das duftet unwahrscheinlich schön hier. Hier das Kanalsystem. Es ist kurz nach 13 Uhr. Hinter mir liegen 22 Kilometer und davon 14 Kilometer Offroad oder auf Feldwegen. Jetzt scheine ich hier wieder so ein bisschen in die Nähe der Zivilisation zu kommen. Ich denke mal, es sind noch ungefähr 12 Kilometer bis Thessaloniki. Hier ein vergleichsweise großer Friedhof. Und alle Gräber klar nach Osten ausgerichtet. 15.30 Uhr nach 30 Kilometern. Ich rolle hier parallel zur Autobahn in diesem Industriegebiet. Vor mir Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands und noch 5 Kilometer bis ins Zentrum ungefähr. So, und hier muss ich jetzt geradeaus durch den Kreisel. Ah ja, das kriegen wir schon hin. Ich bin durch, ich habe es geschafft, erst einmal. Und jetzt noch ungefähr 8 Kilometer. Bis zum Ziel. 17.40 Uhr erreiche ich nach 40 Kilometern mein Ziel für heute, das Hotel Augustus. Und mal gucken, dass ich da jetzt, wie das Quartier von innen aussieht. Ich habe es geschafft und der Raum, mein Hotelzimmer, ist auch soweit ganz gut. Von daher passt's.